So, willkommen zurück. Also, dann werden das mindestens noch ein bis zwei Parts werden, bis sie da aus dem Scheißding rauskommen. Irgendwie mag ich die Dings nicht. Die haben da schon schlimmere Karten drauf. Das sagt das Level nimmer viel aus. Alter, ich glaub's nicht. Okay. Naja, was Wüsten. Typ wie Kopf, Alter. Na, endlich. Ja, steigen wir mal. Lass mal die KP steigen. So. Jetzt in der Nummer. Ah, da ist sie schon. Also eine G-Karte und den Schlüssel des Anbeginns. Und ja, dann sind wir schon wieder da. Das scheint eine kleine Versammlung zu sein. Was ist denn der Anlass? Hey, das muss der Prozess sein, von dem das weiße Kaninchen gesprochen hat. Alice, ist dir klar, was dir vorgeworfen wird? Natürlich nicht, ich habe nichts Unrechtes getan. Spiel hier nicht die Unschuldige. Dir wird vorgeworfen, den Herzlosen geholfen zu haben, die dieses Ko Königreich bedrohen. Papperlapapp, und wo sind die Beweise? Die Beweise? Die habe ich vergessen, das ist der Beweis. Denn du, Alice, hast mir meine Erinnerungen geraubt. Ihre Majestät muss dich erinnern, damit wir das Königreich von den Herzlosen befreien können. Es ist ein schweres Verbrechen. Das ist so ungerecht. Königin hin oder her, ich kann doch nichts dafür, dass ihr euch nicht mehr erinnern könnt. So eine Frechheit, du sprichst hier mit der Herzkönigin. Und ich hätte dich laufen lassen, wenn du dich gleich entschuldigt hättest. Du dreiste Diebin. Wer ist hier dreist? Sora. Das Gericht hat ein Urteil gefällt. Das Urteil lautet auf Todesstrafe. Moment. Dieser Prozess ist eine Farce. Ihr solltet erst nachforschen, bevor Unschuldige verhaftet werden. Wie meinst du das? Heißt das, dass Alice mein Gedächtnis nicht gestohlen hat? Dann weißt du also, wer in Wirklichkeit der Täter ist. Sprich, sonst wird das Urteil vollstreckt. Raus damit, wer ist der Dieb? Ich bin der Dieb. Wie meinen? War es wirklich? Natürlich nicht, aber was hätte ich sonst sagen sollen? Karten, schnappt sie euch! Raus, ist das immer eine Märchenstunde oder wen interessiert es?
Die Gespräche sind wirklich verdammt langwierig, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Sind langwierig und die meisten sind langweilig, kommt mal vor. Also jetzt am Anfang einmal die Dings, wie sagt man, die Bossfights sind das Interessanteste. Also wenn's dann merkst, um was geht. Also ich glaube, ich spiele das Spiel mal auf Deutsch, damit ihr wisst, wie das überhaupt ist. Und danach spiele ich es auf Englisch nochmal durch, auf der PlayStation 2 oder sowas. So könnt ihr das machen. Puh. Hey, wo ist Alice? Offenbar ist sie entkommen. Mag sein, aber ihr nicht. Ich glaube, wir wurden übertrumpft. Lauft! Jetzt machen schon Wortspiele mit Karten. Wie erbärmlich ist denn das? Also. So. Was gibt's da jetzt? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Na, das ist ein anderes Tor. Also gehen wir da rauf und da rein. Ich brauche eine 1. Eine 1. Habe ich da nirgendwo eine 1 oder was? Ja, dann nehme ich 2. Funktioniert da. Nein. Ich bin in den Kampf reingekupft. So, was habe ich jetzt gekriegt? Achso, okay. Gehen wir mal da rein. Verschnaufpause 3. Okay. Also, da haben wir einmal einen Speicherpunkt. Sind wir Stufe 8. Und das ist. Ah, das ist das gewesen, das was ich vorher gesagt habe in einem vorigen Part. Das goldene Schleifendingsbums, wo du so Karten kaufen kannst. Aber anscheinend. Keine Ahnung. Also, jetzt sind wir da drinnen. Ich werde dann wohl noch einen Part machen müssen, damit ich die Welt fertig bekomme. Ging ja alles ziemlich drunter und drüber, aber Hauptsache du bist unversehrt. Ich möchte ja nicht undankbar klingen, aber stimmt das, was du gesagt hast? Bist du der Dieb? Was? Natürlich nicht. Warum sollte ich das Gedächtnis der Königin stehlen? Genauso hat das nur gesagt, weil er prahlen wollte. Stimmt das? Und wenn schon, du hast mich gerettet. Danke, Sora. Schaut mal, das ist die Tigerkatze. Na, geht's euch schon besser nach der wahnsinnigen Jagd? Noch seid ihr nicht über den Berg. Die Königin ist eine
Pedantin, was Gerechtigkeit betrifft. Sie wird euch das ewig nachtragen. Sie wird euch jagen, bis sie ihr Gedächtnis zurück hat. Hat sie es vergessen, weil sie sich erinnert, oder erinnert sie sich, dass sie es vergessen hat, ist wohl egal. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, wir sollten ihr aus dem Weg gehen. Für uns ist das kein Problem, Sora, was ist denn Dallas? Wenn die Königin sie nochmal erwischt, heißt es, naja, du weißt schon. Kopf ab! Dann müssen wir uns halt der Königin annehmen. Ihr solltet was tun, aber ihr müsst gar nichts tun. Hä? Wenn die Erinnerungen fehlen, ist es so, als ob nie etwas geschehen wäre. Und wenn nichts geschehen ist, kann man sich auch nicht dran erinnern. Will man sich zu verkrampft erinnern, kann einem die Erinnerung einen Streich spielen. Ein Streich spielen. Mehr sage ich nicht dazu, den Rest müsst ihr selber rausfinden. Schlüssel zur Wahrheit. Also, wo geht es jetzt hin? Da ist auf jeden Fall mit das da. Ja. Schlüssel zur Wahrheit. Das heißt, es ist Bosszeit. Naja, ich glaube, den Boss kriegen wir noch in der Zeit. Das heißt, also, da sagen wir mal. Huch, das ist aber mal ein plötzlicher Umgebungswechsel. Sehen wir uns doch mal um. Herrje. Ihr habt wohl gedacht, ihr seht mich nie wieder, was? Oho. Das Spiel ist aus, ihr Schurken. Wegen Diebstahls meines Gedächtnisses verurteile ich euch alle. Blub, blub, blub. Verurteile ich euch. Verurteile. Oh. Was ist hier los? Wo bin ich? Hä? Was mache ich bloß hier? Pass bloß, ich weiß es nicht mehr. Was ist denn mit dir los? Vielleicht hat ihr jemand wieder das Gedächtnis ausgelöscht. Sora, Vorsicht, da kommt was. Bam! Der hat also der Königin das Gedächtnis gestohlen. Also. Ja. Also. Ich hab zwar keine Ahnung, ob das überhaupt was hilft, aber ja. Kartenstich und nimm die Karten, du Mongo. Also, wie mache ich den jetzt am besten? Wow, da ist ein Nuller. Aber zuerst benutze ich das. Dann benutze ich den Nuller. Oh, jetzt kann ich nämlich angreifen. Ah, der kommt da nicht dran.
Hä, das ist aber nicht so abgemacht, gell? So. Jetzt kriegt das aber. Was soll denn der Mist? So, jetzt stirbt er aber. Nein, nicht einmal. So, jetzt ist er aber tot. So, und bevor die Zeit jetzt abläuft, beenden wir den Part. Und ja. Also, bis gleich. Ich mach gleich weiter. Also, tschüss, der Wein.